Ihnen ist auch schon mal ein Termin durch die Lappen gegangen, weil der Einladende in Outlook vergessen hatte, eine Erinnerung hinzuzufügen? Dann drücken Sie mal Alt F11, einfügen, neues Modul, kopieren den Code aus dem Blogbeitrag rein, setzen die Zeit in Minuten und richten als nächstes eine Regel ein, die dieses Visual Basic Script aufruft. Wählen Sie dazu Regeln, Regeln verwalten, legen eine neue Regel an, und zwar eine, die auf eingehenden Nachrichten angewendet wird. Es reicht, wenn Sie diese nur auf Nachrichten anwenden, die eine Besprechungsanfrage oder Aktualisierung ist. Als Aktion wählen Sie aus Skript. Runterscrollen. Und zwar genau das Skript, was Sie im ersten Schritt reinkopiert hatten. Das war's auch schon. Geben Sie der Regel noch einen Namen. Und dann bitten Sie einen Kollegen, Ihnen eine Terminanfrage ohne Erinnerung zu schicken, damit Sie das Ganze auch testen können. Das war's. Sie können sich die Terminanfrage nicht selber schicken. Das geht leider nicht. Wenn Ihnen diese Anleitung geholfen hat, dann besuchen Sie mich auf meiner Website. Mein Name ist Joachim Schlosser und die Website ist schlosser.info. Danke, auf Wiederhören.